Colonel, hören Sie mich? Ja, ich höre. Was hat das Pentagon vor? Antworten Sie, Colonel. Der Verteidigungsminister ist nun für diese Operation verantwortlich. Er ist per AWACS auf dem Weg. Weshalb? Bombenangriff. Was? Nicht nur das. B-2-Bomber verließen soeben die Luftwaffenbasis Carena. Die tragen taktische B-611-Atombomben für unterirdische Ziele. Was? Metal Gear ist zerstört. Weiß der Minister das nicht? Der Minister fand heraus, dass Naomi uns betrogen hat und ist wegen Fuchsdei beunruhigt. Seit von Metal Gear keine Gefahr eines nuklearen Angriffs mehr ausgeht, wird er die nötigen Schritte einleiten, das wirklich Vorgefallene zu vertuschen. Er verwendet eine Atombombe, um Beweise und Zeugen zusammen in Flammen aufgehen zu lassen. Keine Sorge, Snake. Ich stoppe den Atomangriff. Ja, gut dann. Wie? Hier bin ich nur Galionsfigur. Aber offiziell befehlige ich diese Mission noch. Wenn ich anweise, den Angriff zu verzögern, bringe ich die Befehlskette durcheinander und das gibt Ihnen wenigstens etwas mehr Zeit, davonzukommen. Aber Colonel, wenn Sie das tun... Es ist okay, Snake. In Tat und Wahrheit war Foxhound bereits Inhalt einer geheimen Untersuchung. Der Transfer von Merrill in die Basis unmittelbar vor dem Terroristenangriff sollte mich gefügig machen. Die Mistkerle. Tut mir leid. Sie zwangen mich zur Mitarbeit im Austausch für ihr Leben. Sie ziehen dort besser alleine, Snake. Sind Sie sicher? Das ist nicht gut für Sie. Keine Sorge. Es ist das Mindeste, was ich nach all dem Lügen noch tun kann. Colonel. Ich werde befehlen, den Bombenangriff zu stoppen. Dann gibt es kein Zurück. Ah, was machen Sie? Snake! Eiling! Was ist mit dem Colonel? Ich glaube es nicht! Was ist geschehen? Snake, der Colonel! Ja, was denn? Colonel Campbell wurde abgelöst. Hier ist Jim Houseman, Verteidigungsminister. Geben Sie mir den Colonel. Er wurde unter Verdacht der Weitergabe streng geheimer Informationen und des Hochverrates verhaftet. Lächerlich. Ja, ein lächerlicher Mann. Er glaubte wirklich, das Kommando über diese Operation zu haben. Sie bist Kerl. Bald gibt es keine Beweise mehr. Ich bin sicher, der Präsident würde das genauso wollen. Der Präsident befahl das? Der Präsident ist der beschäftigt. Ich führe das Kommando. Wie wollen Sie den Medien einen Atombombenangriff auf Alaska erklären? Keine Sorge. Wir haben eine überzeugende Story. Ich werde sagen, die Terroristen hätten eine Atomwaffe gezündet. Clever. Alle hier werden sterben. Die Wissenschaftler, die Genomarmee, alle. Donald, der DARPA-Chef, ist bereits tot. Sie wollten den DARPA-Chef nicht töten? Er war mein Freund. Und alle anderen interessieren Sie nicht im Geringsten, ne? Nun, im Austausch für die optische Diskette könnte ich es mir überlegen. Wovon sprechen Sie? Metal Gears Testdaten. Donald sollte sie zurückbringen. Ich habe sie nicht. Ach so. Nun ja. Keine Sorge. Ihr zwei seid ein peinliches Überbleibsel der 70er Jahre. Unseres Landes hässliche Panne. Nicht gut, wenn ihr weiterlebt. Nun, die Bomben sind im Anzug und ihr werdet euch bestimmt noch einiges zu erzählen haben. Adieu! Das ist hier die Stimme von Ocelot. Ich es gibt keinen Ausweg. Bin mir aber gerade nicht so sicher, ob er das wirklich ist. Lass uns das vor dem Angriff beenden. Du hast mir alles genommen. Nur dein Tod gibt mir Befriedigung. Nur dein Tod kann zurückgeben, was mir gehört. Ein bildschönes Opfer für unseren letzten Kampf. Siehst du das? Das ist das Zeitlimit für unseren Kampf. Das Atommodul wird zum genauen Zeitpunkt ihres Todes gefeuert. Ja, ihr seht ja schon, die Folge ist ein bisschen länger. Ich werde das jetzt am Stück... Also, das Ding wird jetzt zu Ende geführt. Wenn du gewinnst, kannst du sie vielleicht retten. Du
du kannst vor dem Bombenangriff noch kurz die Liebe genießen. Überschreite diese Linie nicht. Aus dieser Höhe bedeutet das den Tod. Alles klar. Blackout. Nein. Faustkampf, meine Damen und Herren. Und ich mache ihm so gut wie keinen Schaden. Ist das nicht schön? Boah. Du Spacko. Ich habe auch keine Ausrüstung und nix. Bin so ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Das steuert sich furchtbar. Ah, wieso weicht er mir denn ständig aus? Was mache ich denn da? Konzentration, Junge! Jetzt hat er mich überholt. Verdammt. Das Ding ist, er kann mich sogar runtertreten. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich ihn auch runtertreten kann. Was für ein Schuss, Alter. Schlecht übersetzt, oder? What? Badadad. Badadad. Der Zeitdruck macht mich gerade so ein bisschen nervös. Also runtertreten kann ich ihn anscheinend nicht. Oh, was? What? Zieh dich hoch, Junge! Ach, das... Ah! Das geht nicht, okay. Aber man kann ihn anscheinend doch runtertreten, aber das bringt nichts. Er fällt ja nicht. Ah. Im Gegenteil, das kostet mich nur Zeit, Junge. Noch einmal. Steh auf. Bam, 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 bam. Mist. Komm schon. Ich weiß. Vor allem muss ich auch gleich zur Arbeit, Junge. Stress mich jetzt nicht. Ah, komm hoch. Komm hoch. Nein, steh auf, Junge. Fuck, 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 fuck. Ich will das nicht so spannend machen. Steh auf. Jawohl. Alter, mir geht gerade ganz schön die Pumpe. Geil. Meryl. Meryl. Erinnert sich noch jemand an Otacon? Meryl? Snake? Bist du es? Snake! Du lebst! Gott sei Dank! Meryl! Bist du okay? Bist du okay? Ist das alles? Meryl, es muss schrecklich gewesen sein. Es war nicht so schlimm. Ich habe die Folter überlebt. Folter? Und das war nicht das Schlimmste. Ich habe gekämpft. Genau wie du. Du bist eine starke Frau. Im Kampf fühlte ich mich dir nahe. Du warst bei mir. Es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Aber ich hatte Angst. Es tut mir so leid. Sag das nicht. Ich habe etwas gelernt. Trotz der Schmerzen und der Scham war ich mir einer Sache sicher. Meine einzige Hoffnung. Diese Hoffnung hielt mich am Leben. Snake,
Ich wollte dich wiedersehen. Meryl. Mein Codec. Ach, schön. Ah, Otacon, da ist er ja. Snake, ich bin's. Ja. Otacon, gute Nachrichten. Meryl ist okay. Ja, das ist doch was. Sie haben sie gerettet. Gute Arbeit. Zur schlechten Nachricht. Wir werden bombardiert. Oh nein. Wir sind jetzt wohl entbehrlich. Gibt es einen Weg hier raus? Ja. Einen Weg? Ja. Folgen Sie dem Ladetunnel an die Oberfläche. Nebenan ist eine Garage. Der Tunnel führt von dort an die Oberfläche. Die Tür vor uns? Nein. Es ist ein kleiner Eingang westlich davon. Was ist mit dem Sicherheitssystem? Schon offen. Was glauben Sie, mit wem Sie sprechen? Ich kümmere mich auch um die Sicherheit auf Ihrem Fluchtweg. Was machst du? Ich? Ich bleibe hier. Du bist ja verrückt. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für Ihren Fluchtweg. Aber... Das Öffnen der Türen ist gefährlich. Ich bin der Einzige, der das kann. Otacon? Keine Sorge. Ich bleibe hier. Es ist meine freie Entscheidung. Otacon, dies ist ein verstärkter Bunker. Aber die verwenden Atombomben für unterirdische Ziele. Er wird nicht standhalten. Ich bedauere die Vergangenheit nicht. Es geht im Leben nicht nur um Verlust. Snake, ich fühle mich jetzt wie ein ganzer Mensch. Ich habe einen Grund zum Leben. Gut, dann stirb mir nicht. Sie auch nicht. Kümmern Sie sich um Meryl. Mach ich. Ich muss los. Ich kümmere mich um Ihren Fluchtweg. Danke. Danke. Das klingt nett. Ich glaube an dich. Danke, Snake. Ja, durch die Limitierung der PlayStation 1 ist das natürlich nicht besonders gut inszeniert, aber... Wo ist Otacon? Naja. Er kämpft eben. Jetzt mit seinem alten Ich. Um sich selbst zu finden. Kämpft er auch für uns? Ja. Und es soll nicht vergeblich sein. Gut. Okay, kleiner Eingang westlich da. Okay. Oh Gott. Mein Held. Meryl. Och Leute, im Ernst jetzt? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Es fängt an. Bin ich schwer? Ja. Sieht aus, als müssten wir doch auf unsere Liebesszene verzichten. Sieht so aus. Schade. Wir müssen raus. Snake, es ist eiskalt. Du brauchst was zum Anziehen. Ja, gib mir deinen Tanktop. Da ist mein Sneak-Anzug. Schnell! Kein Problem. Das ganze Gebäude wackelt und es bebt und wir werden bombardiert und überhaupt nichts los. Schnell! Schnell, zieh dir noch was an. Sie hat eine Weste gefunden, sehr gut. Nicht schlecht, Snake. Schnell. Los geht's. Noch eine Ration, die nehme ich doch noch mit. Halt. So. Ja, der Timer zeigt 10 Minuten. Ich hoffe, es sind nicht ernsthaft 10 Minuten. Eine Sicherheitskamera. Als hätten die jetzt... Otacon wollte sich doch drum kümmern. Das ist ein scheiß Auto. Kein da. Schlüssel. Das ist noch eine Ration. Okay, hier ist der Schlüssel. Und hier ist ein Soldat. Warum sagt mir das denn keiner? Steigt ein. So. Keine Waffen. Schade. Ich hab's gleich. Komm. Los geht's. Mit der Waffentaste. Alles klar. Ich glaube, ich muss das Tor aufsprengen, wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du, eben sagt Liquid ihm noch, dass die Gnomsoldaten seine Brüder sind. Und schon muss ich wieder massenweise Leute über den Haufen ballern. Das ist mir wohl nicht zu fassen. Hat bewusstlos? Okay. Ah, okay.
Ja. Doch, richtig erinnert. Ich muss es nur auch machen. Okay, weiter geht's. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt zwei verschiedene Enden, die man erreichen kann. Das eine ist hier mit Meryl. Und das andere ist mit Otacon. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine es mal irgendwo gehört zu haben. Aber ich kann mich gerade nicht mal mehr an das hier erinnern. Das ist schon so lange her. Das auch immer gleich. Das schaffen wir. Gut, dass ich die Ration mitgenommen habe. Zwei Stück nur. Na gut, eine nehme ich jetzt. Scheißegal. Auf geht's! Sie kommen! Das schaffen wir nie. Snake, schieß uns frei. Ich arbeite dran! Ah, Snake! Und, jawohl, okay. Weiter geht's. Geschafft, Snake! Richtig! Du bist ja ein richtig fröhliches Kerlchen, wa? Meryl? Okay, weiter geht's. Immer noch nicht. Liquid. Liquid. Autsch. Wie kann der Typ denn bloß noch so lange leben? Ah, gleichzeitig getroffen. Wie Zwillinge. Na? Autsch. Das kann gar nicht sein, dass der Kerl noch lebt. Erst die Explosion im Hind D, dann die Explosion von Metal Gear, dann der Sturz, jetzt überlebt er die Kugeln. What the fuck? Er ist halt Liquid, ne? Wie Wasser. Wie Water, mein Friend. Ach Gott, wie soll ich denn so zielen? Ach, come on. Snake. Ich kann ihn nicht treffen. Ich weiß nicht, wohin ich schieße. Aha, man kann auch in die Ego-Perspektive gehen. Bringt auch nichts. Scheiße. Doch, einmal getroffen. Und ich muss gleich meine letzte Ration nehmen. Oh. Mir bricht gleich der Daumen. Ich drücke gerade Dreieck und Viereck gleichzeitig. Mit dem Daumen. Ah, okay. Letzte Ration. Scheiß drauf. Und noch 6,5 Minuten. Ach, komm schon. Fuck, ich weiß, wo ich da bin. Wie geil. Meryl. Bist du okay? Ja, ein bisschen durchgerüttelt. Meryl, kannst du dich bewegen? Hat keinen Zweck. Geht nicht. Was ist mit Liquid? Wo soll sie denn das wissen? Ich kann ihn nicht sehen. Liquid ist tot. Ja, das hat ihn jetzt umgebracht, oder was? Huh? Snake! Snake! Und? Foxdie! Yeah.
That's it. Alles überlebt. Wenn er tot ist, bedeutet das, dass du auch stirbst. Sag's nicht, Snake. Was ist mit dem Luftangriff? Keine Stealth-Flieger in Sicht. Na, was sagst du jetzt? Snake, hören Sie mich? Ja. Colonel, sind Sie okay? Colonel, was ist los? Der Verteidigungsminister wurde verhaftet. Vorzeitige Pensionierung. Verhaftet. Ich konnte den Präsidenten erreichen. Metal Gear, die Übung, alles. Es war alles ein Alleingang des Verteidigungsministers. Ein Alleingang? Was ist mit dem Luftangriff? Dem Atomangriff? Die Befehle wurden aufgehoben. Die F-117 und die B-2 Spirits kehrten zur Basis zurück. Ich habe erneut das Kommando über diese Operation. Aha. Washington würde Geheimnisse nicht mit einem Atomangriff vertuschen. Wäre auch Bullshit. Ich war nicht sicher. Egal. Die Gefahr ist vorbei. Danke, Snake. Colonel, keine Sorge. Meryl ist okay. Wirklich? Danke. Danke, Snake. Snake, es tut mir leid, dass ich Ihnen so viel verschwiegen habe. Schon in Ordnung. Colonel. Snake, ich bin kein Colonel. Oh ja, richtig. Ich habe eine Überraschung für Sie. Jetzt geht's los. Bei Ihnen in der Nähe ist ein Schneemobil. Yay! Bei Ling sah es auf dem Satellitenfoto. Zu dieser Jahreszeit sind die Gletscher ziemlich ruhig. Sie sollten da einfach rausfahren können. Ich wette, die Jungs vom DIA und vom NSA hätten Sie nicht lebendig zurückerwartet. Ich auch nicht. Ich lasse mich besser nicht mehr sehen. Keine Sorge, ihr beide seid offiziell tot, nachdem der Jeep im Meer versank. Das wäre ohnehin fast wahr. Auf Fox Island wartet ein Helikopter auf Sie. Dr. Hal Emmerich müsste irgendwo auf der Basis sein. Jemand soll ihn holen. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Okay. Roy, sind Sie in Ordnung? Keine Sorge. Ich habe eine Art Lebensversicherung. Roy Campbell. Eine Kopie von My Lings Daten. Solange ich das habe, sind Sie, ich und My Ling sicher. Die Batterie für die Nanomaschinen ist fast leer. Sie können uns nicht mehr folgen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Keine Sorge. Ich werde Sie besuchen. Wirklich? Da freue ich mich drauf. Roy, sagen Sie mir etwas. Was? Über Fox Die. Meryl ist okay. Sie war nicht in das Programm eingeschlossen. Was ist mit mir? Es tötete Liquid. Naomi will selbst mit Ihnen persönlich darüber sprechen. Wie geht es ihr? Keine Sorge. Eileen ist gerade bei ihr. Ich stelle zu Naomi durch. Snake, ich bin's. Naomi. Ich hörte über meinen Bruder. Tut mir leid. Ich sollte Ihnen eine letzte Nachricht übermitteln. Hm? Na? Er sagt, Sie sollen ihn vergessen und nun Ihr eigenes Leben leben. Frankie sagte das? Ja. Er sagte auch, dass er sie immer lieben wird. Naomi, Ihr Bruder rettete Sie, mich und die ganze Welt. Er kämpfte mit aller Kraft, die er in sich finden konnte. Vielleicht hat er endlich Frieden gefunden. Er war nicht mehr wie mein Bruder. Seit dem Kampf mit ihnen in Sansibar war er fast wie ein Geist. Er suchte einen Platz zum Sterben. Naomi, Liquid starb auch an Fox Die. Was ist mit mir? Wann sterbe ich? Es liegt an Ihnen. Was meinen Sie? Jeder stirbt, wenn seine Stunde schlägt. Ja, und wie viel Uhr habe ich? Es liegt an Ihnen, wie Sie Ihre Zeit nutzen. Leben Sie, Snake. Mehr kann ich nicht sagen. Wahnsinn. Das Schicksal jedes Menschen ist im genetischen Code festgelegt. Es kann nicht geändert werden. Aber es gibt mehr im Leben. Ich weiß das jetzt. Ich sagte es bereits, der Grund, weshalb
mich Gene und DNA interessierten. Ich wollte wissen, wer ich war, woher ich kam. Ich wollte durch das Analysieren meiner DNA herausfinden, wer ich war, wer meine Eltern waren. Dieses Wissen sollte mir helfen, einen Weg für mein Leben zu finden. Aber das stimmte nicht. Ich fand nichts. Ich lernte nichts. Genau wie mit den Genomsoldaten. Sie verfügen über die Genominformationen, aber das macht sie nicht zu den stärksten Soldaten. Wir können nur über DNA sagen, dass sie die potenziellen Stärken steuert. Das potenzielle Schicksal. Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Snake, es ist nicht wichtig, ob Sie im Fox-Die-Programm sind. Wichtig ist, dass Sie das Leben wählen. Und dann leben. Glauben Sie nicht, Snake? Keine Sorge, ich werde das Leben auch wählen. Bis heute habe ich nach einem Grund zum Leben gesucht. Von heute an werde ich nur leben. Ist das deep? Gene existieren, damit wir durch unsere Kinder Hoffnung an die Zukunft weiterreichen können. Leben ist eine Verbindung zur Zukunft. So verhält sich alles Leben. Wie hat sie das Ding denn auf einem Satellitenfoto gesehen? Gegenseitige Liebe, neue Erfahrungen. So geben wir die wichtigen Dinge weiter. Ich habe das erkannt. Den wahren Sinn des Lebens. Danke, Snake. Und wenn mich nicht alles täuscht, erfahren wir jetzt gleich auch Snakes richtigen Namen. Ich fand das hier. Weil das ist ja nur sein Codename. Ein Bandana! Behalten wir es. Als Erinnerung. Als eine Erinnerung an eine erfolgreiche Mission oder an unser erstes Treffen? Als Erinnerung an das Leben. Hm? Bis heute habe ich nur für mich gelebt. Überleben war das Einzige, das mich interessierte. Du bist nicht der Einzige. Es geht allen so. Ich fühlte mich nur lebendig, wenn ich dem Tod gegenüberstand. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das an meinen Genen. Und jetzt? Was sagen dir deine Gene über die Zukunft? Vielleicht ist es Zeit, für jemand anderen zu leben. Jemand anderen? Ja. Jemanden wie dich. Vielleicht ist das die Art zu leben. So, wohin, Snake? David. Ich heiße David. Boah. Okay, wohin, Dave? Ich denke, es ist Zeit, wir schauen uns nach was Neuem um. Was Neuem? Boah, direkt Gänsehaut. Ein neues Ziel. Wie krass. Werden wir das finden? Bin ich sicher. Da bin ich sicher. Was ist das? Karibus. Die Indianer halten Karibus für ein Symbol des Lebens. Natürlich. Es wird bald Frühling hier. Für uns auch. Ja. Frühling bringt zu allem neues Leben. Eine Zeit der Hoffnung. Ich habe lange hier gelebt. Aber Alaska war nie schöner als jetzt. Der Himmel, das Meer, das Karibu und vor allem du. Ich glaube, ich könnte mich an dieses neue Leben gewöhnen. Komm, lass es uns genießen. Ja, es ist ein bisschen... So ein bisschen sehr mit dem Holzhammer, ne? Ja, David. Er heißt David. Das ist das einzige Mal, wo er das sagt, dass er halt David heißt. Und in den 80er Jahren existierten weltweit mehr als 60.000 Nuklearsprengköpfe, deren akkumulierte Sprengkraft übertraf jene der Hiroshima-Atombombe um 1 Million Mal.
Im Januar 1993 wurde das START-2-Abkommen zwischen den Atomsupermächten Russland und den USA unterzeichnet. Diese Vereinbarung besagte, dass sie bis Dezember, wer soll denn so schnell lesen, jedoch existieren 1998 weltweit noch immer 26.000 Nuklearsprengköpfe. Also ging's, ja, das habe ich jetzt gelesen. Das war's. Meine Damen und Herren, Metal Gear Solid 1. Damit erfolgreich beendet. Ja. Das war erst der Anfang. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, warum er denn David heißt. Angeblich, also der Originalsprecher oder der englische Sprecher, sagen wir mal so, im Original ist es ja japanisch, aber der englische Sprecher heißt David Hayter. Der meiner Meinung nach der beste Sprecher ist, den man für diese Rolle auswählen konnte. Das werdet ihr auch im zweiten Teil dann hören. Es ist am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man nicht so gut Englisch beherrscht, aber es ist zum Glück mit deutschen Untertiteln und die sind auch langsam genug, dass man sie lesen kann. Und ihr werdet merken, wie viel besser wirklich die deutsche, die englische, nicht Synchro, wie sagt man? Fällt mir gerade nicht ein. Das heißt ja nicht Synchro, es heißt Lokalisation. Wie viel besser die englische Lokalisation ist. Von der Betonung, von allem. Und auch die Stimme. David Hayter ist so gut, der macht den Job so dermaßen gut, dass auch ich einer derjenigen bin, der sauer ist, oder was heißt sauer, aber traurig, enttäuscht ist, dass halt bei Metal Gear Solid 5 das nicht mehr David Hayter macht. Big Boss wird nicht von David Hayter gesprochen, sondern halt von Kiefer Sutherland. Den wir, ja, aus 24 zum Beispiel kennen, der Serie. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Das wird auch einen Grund haben. Es muss einfach einen Grund dafür geben. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, angeblich heißt deswegen Snake David wegen David Hayter. Naja. Ja, was gibt's noch großartig zu sagen jetzt? Mir fällt gerade wirklich nicht viel ein. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit Metal Gear Solid 1. 2 fängt... Wenn ich's schaffe, fängt Metal Gear Solid 2 morgen schon an. Ihr seht's dann ja schon. Also ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Teile das jetzt sind. Wie viel Zeit ich da noch hab. Aber es soll jetzt eigentlich... Geplant ist, dass es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil. Und der wird cool. Der hat coole Bossfights, der hat eine coole Geschichte. Überhaupt ist, also geile Easter Eggs. Eine bessere Grafik, in HD sogar. Ja. Und ich würde sagen, ich halte jetzt die Klappe, lasse das hier noch durchlaufen. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und hoffe, ihr seid bei der Reihe weiter mit dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Teilt das Video gerne oder die Playlist gerne mit euren Freunden. Und lasst mich doch mal wissen, was ihr von der Geschichte haltet. Vom ersten Teil bis jetzt. Habt ihr alles verstanden? Oder ist irgendwas noch verwirrend? Würde mich mal interessieren. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Thank you.
Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Wichtig ist, dass sie das Leben wählen. Und dann leben. Ja, Sir. Die ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die beiden leben noch. Der Träger? Ja, Sir. Foxtie sollte bald aktiv werden. Genau nach Plan. Ja, Sir. Ich habe alle Daten über den Testsprengkopf von Rex. Nein, Sir. Meine Tarnung ist intakt. Niemand weiß, wer ich bin. Ja. Der DARPA-Chef kannte meine Identität, doch er wurde entsorgt. Ja, der Unterlegene hat tatsächlich gewonnen. Richtig. Bis zum bitteren Ende dachte Liquid immer, er sei unterlegen. Ja, Sir. Ganz Ihrer Meinung. Jemand wie Sie sollte die freie Welt regieren. Ja, ja, Sir. Nein, Sir. Niemand weiß, dass Sie der Dritte waren. Solidus. Was soll ich mit der Frau machen? Ja, Sir. Ich beobachte Sie weiter. Ja, vielen Dank. Wiedersehen, Mr. President.